Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Maxim und wir sind auch Danny und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute erzähle ich euch von der ekligsten Reise ever. Ja, nämlich in unsere Küche. Nein, Spaß. Maxim war ja am Wochenende weg auf geheimer Mission, ihr erinnert euch vielleicht. Und ich war hier alleine. Und Maxim hat aber nicht so schöne Dinge erlebt, während ich die schönste Zeit meines Lebens hatte. Als ich nicht weg war. Was passiert ist, erzählen wir euch gleich, nachdem ich das Video gestartet habe. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Am besten freue ich mich. Die Latsche. Die eine Latsche da hinten. Die habe ich auch gesehen, die kleine Latsche. Ja, Freunde, wir sind auf großem Fuß unterwegs. Wir haben nicht extra für euch aufgeräumt. Nee, haben wir nicht gemacht, weil Danny war ja alleine zu Hause. Aber guck mal, wenn ich die Kamera so halt, ist die Latschen ist weg. Gut. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Trinkt genug. Das ist erstmal ein kleiner Warnhinweis. Trinkt bitte genug. Es ist so warm. Ich hatte gestern die schlimmsten Kopfschmerzen seit langer Zeit. Also ich glaube, 10 Stunden habe ich gelitten, bis wir dann doch mal ein Espresso getrunken haben. Und dann ging es langsam weg. Und ja, wir machen nochmal so ein extra Video über den Arzttermin, was da war. Das erzähle ich euch alles noch in Ruhe. War nicht so der erfreuliche Arzttermin. Nee, aber das ist es ja oft nicht. Ja, aber ich ging ja mit guter Erwartung hin und ging mit Trauer weg. War nicht so glücklich, aber das machen wir nochmal extra. Und natürlich nochmal Entschuldigung, dass ich den Stream habe am Sonntag ausfallen gelassen. Auch da ging es mir auch kopfschmerztechnisch nicht gut. Das ist bei mir aber, ich glaube, das Wetter. Ja, ihr dürft halt auch nicht vergessen, dass hier oben im Haus dann, wenn draußen 36 Grad sind, oben 34 Grad. Ja, es ist ohne Wind. Es ist oben wirklich unerträglich warm. Ich bin froh, dass wir im Schlafzimmer die Klimaanlage haben, aber das Arbeitszimmer, das ist warm. Ja. Ja, also du hast Schlimmes erlebt. Du warst in welchem Land? In Deutschland. Ja, Bundesland, meinte ich. Baden-Württemberg. So. Ich war in Karlsruhe. So. Da ruht der Karl. Ja, ich war in Karlsruhe. Und er war dort auf einer Veranstaltung, falls hier Mäuse mit dabei sind, die mich dort gesehen haben. Ich freue mich sehr, dass wir uns dort gesehen haben. Es war keine öffentliche Veranstaltung, sondern es war einfach eine Mitarbeiterveranstaltung. Und ich war dort eingeladen, um so ein bisschen zu erzählen, um einfach da zu sein und um die Marke zu unterstützen. Das habe ich liebend gerne gemacht und oft ist es so, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich es mir mittlerweile angewöhnt, dass ich mich selbst um die Anreise und um das Hotel kümmere, weil ich so einfach selbst gucken kann, was gefällt mir, wo möchte ich hin, wie weit ist das weg. Ich gucke dann natürlich, dass es nah am Bahnhof oder am Flughafen und aber auch nicht zu weit weg von der Location ist, so dass es so ein gutes Dreieck ist, was sich so ein bisschen ausgleicht. Ich will natürlich da auch nicht dann das Hotel Adlon gebucht bekommen, sondern nehme dann immer eins, was so ein bisschen im unteren Bereich liegt, damit es einfach nicht unverschämt ist. Ich möchte nicht unverschämt sein. So, Folgendes hat sich zugetragen. Ich hatte meine Reise gebucht, bin auch angekommen. Es war sehr, 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 sehr heiß. Ich war auch knapp 10 Stunden unterwegs. Oh ja. Das ist natürlich immer eine lange Zeit und dann bei dem Wetter ist das schwierig. So, ich hatte mein Hotel so gebucht, dass ich theoretisch zwischen Bahnhof und dem Ort, wo ich dachte, dass er das ist, wo die Veranstaltung ist, hinlaufen kann, einfach um auch für die Marke so ein bisschen die Taxigebühren zu sparen. Muss halt nicht sein und so ein bisschen Bewegung tut auch manchmal immer ein bisschen gut. So, ich also mit meinem Koffer und meiner Tasche zum Hotel gelaufen. Hast du keine Hosen an? Doch. Sah gerade aus, als ob du keine Hosen an hast. Heimlich. Und habt ihr das schon gesehen? Das Hotel war so ein bisschen, also es war einmal die Hauptstraße und das Hotel war ein Hochhaus. Und das war aber so ein bisschen abseits von der Straße und es führte keine richtige Straße hin, sondern nur so ein kleiner Schotterweg durchs Gebüsch. Und da dachte ich schon so, naja, sie bauen gerade. Also ne, man hat gesehen, dass sie gerade bauen und den Boden auch neu machen und da viele Erdarbeiten haben. Aber das Hotel war halt kein neues Hotel. Das Hotel gibt es schon eine Weile. Es ist auch eine sehr, sehr bekannte Kette, in der wir auch schon oft waren und in der wir eigentlich immer zufrieden waren. So, ich da angekommen, fix und fertig von dem Wetter. Ganz, ganz nette Mitarbeiterin vorne an der Rezeption gehabt. Hab dann bei ihr eingecheckt und sie hat gesagt, ja, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Beginnt das Abenteuer richtig. Sie haben das Zimmer am 11. Stock und unser Aufzug ist kaputt.
Der Aufzug fährt nur bis in die 8. Etage, glaube ich, und den Rest müssten sie laufen. Aber das sind dann halt nicht so kleine Etagen, sondern das war halt wirklich unterm Dach. Dachte ich mir, okay, ist vielleicht nicht so cool, ist aber... Ist ja jung und sportlich. Ja, mein Gott, kann halt jetzt niemand was dafür, ist völlig in Ordnung. So. Dann bin ich dann da hochgefahren und hochgelaufen, fix und fertig. Es ist kein Fenster da offen gewesen, es war einfach nur bullig warm in diesem Haus. Und je weiter ich nach oben gekommen bin, desto älter wurde das Treppenhaus und desto älter wurden auch die Zimmer. Und ihr kennt das, ne? So alte Hotels, die riechen immer so ein bisschen, naja, durchlebt. Okay, alles in Ordnung, ist ja nicht im Zimmer drin. So, dann war der... Mein Zimmer war das allerletzte am hintersten Gang unterm Dach. Fand ich schon so ein bisschen gruselig, weil da oben auch einfach nichts mehr los war. Die Zimmer waren alle gesperrt, weil sie halt Bauarbeiten hatten. Und dachte ich mir schon so, dann komme ich in das Zimmer rein und es erschlug mich eine Wand aus Holz, aus Muff, aus Teppich überall, Vertäfelung und zwei kleine einzelne Betten. Muss dazu sagen, dass das Holz und der Look ja nicht das Schlimme im Prinzip wäre. Es war ja auch nicht klimatisiert, so unterm Dach. Aber das kommt nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Maxim wollte das Zimmer nicht, weil das ein bisschen verholzt war. Nee. Unser Schlafzimmer ist auch verholzt. Ja. Nee, das ging um andere Sachen. Genau. Also es war ein ganz, 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 ganz kleines Fenster halt. Nur so ein Dachbodenfenster halt. Ne? Luke. Naja, es war ein bisschen mehr als eine Luke, aber es war schon sehr, sehr klein. Die Klimaanlage hat auch nicht so richtig funktioniert. Es war einfach nur stickig und... Es kam halt nur eklige Luft raus und war halt schon alles gar kein Problem. Aber was war das für ein Geräusch? Die Klimaanlage. Ach so, das hast du nicht gesagt. Alles kein Problem, kann ich alles mitleben. Ich habe mich ein bisschen geärgert, aber das ist so ein eigenes Ding. Wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich auch vernünftig schlafen können. Und das waren halt zwei Einzelbetten und ich habe extra bei der Buchung ein Doppelbett ausgewählt und sogar extra für das Doppelbett bezahlt, weil ich das einfach nicht mag, in so einem 90 cm Bett da drin zu liegen. Hat nicht geklappt, kann ich auch noch drüber hinwegsehen. Alles in Ordnung. Dann habe ich unten bei der Rezeption angerufen und gefragt, hey, bin gerade im Zimmer angekommen. Ist es vielleicht möglich, dass ich vielleicht ein anderes Zimmer haben könnte, was vielleicht nicht im 11. Stock ohne Aufzug ist und was vielleicht sogar ein Doppelbett hat und vielleicht funktionsfähig ist, so komplett. Nee, leider ist nichts frei. Dachte ich mir, okay. Habe ich mit dir telefoniert, dann habe ich meiner Mutter geschrieben, habe gesagt, was soll ich denn jetzt tun? Weil ich auch so hilflos so ein bisschen in dem Moment war, weil ich wollte halt nicht extra sein und ich wollte halt aber auch nicht, weil ich wusste, ich bin hier 3 Tage in diesem Zimmer und ihr kennt mich, wenn ich dann 3 Tage irgendwo anders bin, alleine vor allen Dingen, dann mache ich nichts draußen, sondern dann bin ich im Zimmer und warte, bis ich wieder nach Hause fahre. Und das fiel mir schon so ein bisschen schwer. Dann dachte ich mir, okay, meine Mutter hat gesagt, komm, buch dir doch ein anderes Hotel. Sie hatte mir auch schon ein paar rausgesucht, ganz schnell. Sie war nämlich gerade am Computer. Und dann dachte ich mir, nee, weißt du was, komm mal von deinem kleinen emotionalen Pferdchen runter. Es ist nur ein Hotelzimmer. So, dann bin ich ins Bad gegangen, wollte mich abschminken. Und habe schon gesehen, dass der Boden nicht so richtig sauber war. Dachte ich, vielleicht ist irgendwas ausgekippt, vielleicht ist hier sehr kalkiges Wasser. Keine Ahnung. Dann habe ich mich aufs Bett gesetzt und habe Haare entdeckt. Auf dem frisch bezogenen... Und du hast nicht danach gesucht? Ich habe nicht danach gesucht. Ich war schon wieder ausgezogen. Also ich war schon bereit, jetzt dort zu bleiben. Habe Haare gesehen, dachte mir so, muss nicht sein. Und das war nicht mein Haar, weil meine Haare erkenne ich. Meine Haare sind nicht schwarz. Und vor allem nicht lockig. Dachte ich mir, okay, ist schon echt ein bisschen eklig, vor allem im Vergleich mit dem Bad und das Zimmer. Und das hatte mir schon so ein schlechtes Gefühl gegeben. Dann bin ich ans Fenster raus und wollte traurig aus dem Fenster gucken und dann sehe ich Käfer. Das waren, ich habe sie euch bei Instagram gezeigt, das war kein Maikäfer, das war wie so eine Wanzen. Und das war eine, die am Fenster war, eine ist über den Nachttisch gelaufen und dann dachte ich mir, nein, für 200 Euro möchte ich das nicht. Ich möchte mich hier wohlfühlen und das tat mir so leid, weil ich bin halt wirklich genügsam. Ich kann mich mit allem arrangieren und vor allen Dingen, wenn halt jemand anderes das für mich bucht bzw. bezahlt, muss man halt so sagen, wenn das jemand anderes für mich bezahlt, dann will ich noch weniger Drama machen, weil ich einfach sehr dankbar dafür bin, dass sie das gemacht haben. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Da habe ich gedacht, okay, weißt du was? Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht 3 Tage mit Käfern und Haaren und einer kaputten Klimaanlage im 11. Stock. Hab also alles wieder zusammengepackt, bin runtergegangen, hab gesagt, hallo, ich verlasse jetzt wieder.
Ich würde jetzt auschecken. Was ist denn passiert? Und hinter mir waren halt super, super viele Leute. Und ich wollte sie vor allen Dingen da hinter dem Tresen auch nicht bloßstellen. Habe ihr dann kurz die Bilder gezeigt von den Käfern und von den Haaren. Es war ihr sehr, sehr unangenehm. Und habe dann gesagt, okay, ich zahle jetzt auf meine Kosten ein anderes Hotel. Das möchte ich selber für mich tun. Habe ein anderes Hotel gefunden und hatte echt Glück. Ich muss natürlich dazu sagen, das ist... Hätte alles nicht sein müssen, aber ich habe sehr, sehr viel Feedback von euch bei Instagram bekommen, dass eigentlich alle gesagt haben, richtig gemacht, dass du das gefeedbackt hast und das auch nicht angenommen hast, weil du hast für eine Leistung bezahlt, die du nicht bekommen hast. Und das ist mir immer noch ein bisschen unangenehm, dass ich das gemacht habe, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Und du darfst halt nicht vergessen, du hast ja auch einen Job zu erledigen und wenn du da halt jetzt nicht ausgeschlafen bist oder halt die Nacht nicht schlafen konntest aufgrund von Hitze und so, du musst ja dann Leistung bringen und performen. Von daher, ich kann das schon alles nachvollziehen. Ich wäre genau wie du ab dem Zeitpunkt mit Haaren und Käfern weg gewesen. So eine tote Fliege an der Scheibe haben wir alle auch zu Hause. Das ist nicht das Problem. Da geht es halt Sache mehr wirklich um lebendige Tiere, die da rumkrabbeln. Das ist halt nicht so schön. Und ja gut, Haare im Bett ist halt eh No-Go. Was mich persönlich auch schon mal im Hotel gestört hat, war eine Klimaanlage, die nur warme Luft gepustet hat. Das war zu Ostern, ne? Da war in unserem Zimmer 28 Grad und man konnte da nichts verändern. Da hatte ich dann auch um Zimmerwechsel gebeten. Also ich kann das schon nachvollziehen. Man darf aber, wie gesagt, nicht vergessen, dass Maxim noch einen Job zu erledigen hätte und wenn er da unter solchen Bedingungen, das funktioniert. Ich kann das nachvollziehen und ich freue mich, dass du jetzt wieder hier bist, Schmusi. Und dann müssen wir den Zuschauern bald wieder ein schönes Update geben. Was für ein Update? Na, werdet ihr schon sehen. Am Freitag. Also abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Macht das. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, Nachmittag und sehen uns bald wieder. Wieso Abend? Ne, das kommt schon. Stimmt, 17 Uhr. 17 Uhr. Freunde, wir machen's gut. Ihr auch. Tschüss. Tschüss.